So, hallo. Wir machen weiter bei Fall Guys. Part Nummer 3. Oha, ist das bei mir nur so laut oder bei euch auch? Was ist da los? Ah ja, nee, passt schon. Ist nur das. Ist, ich glaube immer nur der Intro-Bildschirm ist so besonders laut. Ja, jetzt ist normal. Okay. Es gab irgendein Update. Irgendwie war 500 Megabyte groß. Und wie ich hier oben sehe, ist dieses Dings weg. Und gleich was ganz Wichtiges. Ich werde mir jetzt definitiv nicht mehr den Season Pass kaufen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass der Season Pass, beziehungsweise die komplette Season 1 bis 29. August läuft. So, dann gibt es einen neuen. Also, oder dann läuft zumindest die Season aus. Ob dann direkt Season 2 angeschlossen wird oder es eine Pause gibt oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Aber das ist auf jeden Fall Quatsch, da jetzt einen Season Pass zu kaufen. So, das nur kurz vorneweg. Okay, an den Shows hier hat sich scheinbar nichts geändert. Auch interessant. Na, dann gehen wir doch einfach. Da spielt man wahrscheinlich dann nur die ganze Zeit das hier oder so. Keine Ahnung. Aber ja, komm. Dann gehen wir einfach wieder in die Solo-Shows rein. Und hoffen, dass wir vielleicht mal wieder in die Finalrunde kommen. Das wäre doch ganz nett. Viel mehr gibt es hier nicht zu tun. So, das ist so ein bisschen mein Problem mit Fall Guys. Man hat eigentlich nicht viel Abwechslung. Man hat halt das Hauptspiel und das war's. Ich weiß nicht, ob das fürs Let's Play so optimal ist. Aber das habe ich im letzten Part schon gesagt. Aber ich denke auch, wir werden das halt ein paar Mal machen und dann gucken, je nachdem, ob mal was Neues dazu kommt. Wir haben jetzt ja einen Vorteil haben wir noch. Wir haben noch nicht alle Maps gesehen. Ja? Und in Season 2 werden auch neue Maps dazukommen. Soweit habe ich schon mal mich reingelesen. Also, es wird schon noch ein bisschen Content, glaube ich, für ein Let's Play geben. Guck mal, die Map zum Beispiel haben wir noch nie gespielt. Bahnenkampf. Das ist die mit der Mitte, wo ich mal meinte, man muss in der Mitte laufen. Ja, das ist die mit der Mitte. Na, wenn ihr euch das hier anschaut, hier, dann sind... Achso, ich kann... Es gibt hier gerade keine Maus. Ich kann euch keine Maus zeigen. Aber wenn ihr da so hinguckt, dann gibt es immer so einen Mittenabschnitt, auf dem man laufen kann. Und ich denke, da werden sich relativ wenige tummeln. Mal gucken. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich bin gespannt. Wir kennen es auf jeden Fall noch nicht. Deswegen lasse ich auch das Intro laufen. Okay. Allerdings, ich glaube jetzt gerade am Anfang, wenn ich mir das hier so angucke, will er vielleicht doch erstmal außenrum. Du bist im Weg, du Eins. Ja, da gibt es noch nichts mit Mitte. So richtig. Ah, und jetzt muss man... Ach so. Die Mitte muss man sich auch erstmal erarbeiten. Na, ich verstehe schon. Hui. Hui. Oh. Ja, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ah je. Ich verstehe das Problem. Mhm. Okay, aber jetzt haben wir die Mitte. Und jetzt haben wir die Mitte nicht mehr. Oh, weia. Lass mich in Ruhe. Okay, ja, ist in Ordnung. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Die ersten qualifizieren sich schon. Sind wir noch dabei? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir sind dabei. Sehr schön. Okay. Ja, war aber, glaube ich, nicht die beste Geschichte. Hätte man besser laufen können. Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Hätte man besser ablaufen können. So. Irgendwelche interessanten Namen? Nee. Klingen alle so bescheuert wie ich. Griesermann. Griesermann. Zero Mandog. Okay, weg ist er. Weg ist er. So. Ach, die Tür. Wir sehen uns gleich wieder. Letztes Mal hatten wir hier ja ziemlich viel Glück. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwie die Türen sehen kann. Ich glaube, das war einfach... Ja, halt Glück. Okay. Aber solange wir nicht vorne sind, haben wir auch eventuell die Möglichkeit... Ja.
uns schnell umzuentscheiden. Okay, ja. Nur die ganz vorne. Schade. Nur die ganz vorne. Müssen austesten. Es musste die hier sein. Nein! Ah, jetzt wird's schwierig. Oh, shit. Okay, hier durch, hier durch, hier durch. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wir kommen durch. Sehr schön. Nice. Okay. Okay. Plop, 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 plop. Siebenundzwanzig bleiben übrig. Ah, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Da habe ich letztes Mal komplett versagt. Es kann nur besser werden. Aber es kommen jetzt halt auch nur 17 durch. So, das ist das nächste. Oh mein Gott, das war Glück. Das ist das nächste Problem und die sind alle schon oben. Die sind alle schon oben. Willst du mich verarschen? Ja, das war's dann an der Stelle. Okay. Ist es jetzt dann überhaupt noch relevant, was wir hier bekommen, wenn ja eh die Season beendet wird? Es wird doch dann sicherlich alles auf Null gesetzt. So. Also ich glaube, es ist gar nicht mehr relevant, was wir da bekommen. Deswegen kann ich das, denke ich, alles skippen. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Aber das ist eine Sache, die habe ich auch im heutigen Fortnite-Part bemerkt. Wenn es nichts mehr gibt an Missionen und so. Und die gibt es jetzt in Fortnite kaum noch. Dann habe ich irgendwie auch nicht so die riesige Motivation, das Spiel zu spielen. Weil ein reiner, normaler Sieg bringt mir einfach nichts. Weil da nichts dran gebunden ist. So, ja, okay, du hast dann gewonnen. Aber du hast effektiv damit nichts erreicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie... Ja, geil. Okay, jetzt kommt es zu uns. Das ist so ein bisschen... Geh halt hoch. Das ist so ein bisschen wie so ein Test in der Schule, der nichts zählt. Ja? Wenn die XP nicht mehr wichtig sind, wenn es hier nicht mehr wichtig ist, irgendwas zu leveln, so, dann, ich meine, klar, jetzt gerade hier in Fall Guys, sag ich mal, da wäre es schon cool, mal einen Sieg zu holen. So, einfach mal den ersten Sieg zu haben. Aber in Fortnite zum Beispiel gerade, so das, wenn nicht gerade noch eine Story-Mission auftaucht, so diese Vibes-Dinger oder sowas, dann habe ich nicht allzu viel Motivation, da jetzt noch was zu spielen. Deswegen werde ich jetzt Fortnite auch erstmal ein paar Tage aussetzen. Und vielleicht wäre es dann klug, bei Fall Guys auch zu warten. Mit den nächsten paar... Mein Gott, das war nicht so klug. Mit den nächsten Parts, bis Season 2 anläuft. Na, wir haben jetzt gerade mal mit Fall Guys angefangen, wir haben es so ein bisschen angeguckt. Ich finde es an sich ganz lustig. Aber wenn es jetzt nichts mehr bringt, den aktuellen Battle Pass, also ist ja, ich habe ihn ja noch nicht mal, aber wenn es jetzt nichts bringt, hier aktuell irgendwas zu... Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Wenn es jetzt nichts bringt, da irgendwas aktuell zu leveln, dann habe ich irgendwie nicht so die Motivation. Also ich will irgendwie... Ich brauche immer so ein bisschen... Ja, es so ein bisschen Rewards. Na, es sollte sich rewarding anfühlen, wenn man spielt. Scheiße, ich mach mir... Oh mein Gott. Ich mach richtig Müll. Jetzt bin ich einer derjenigen, weswegen es hier dauert, weil es nicht weitergeht. Ja, die jetzt alle schon im Ziel sind, können uns jetzt zugucken. Und sich ärgern, was wir für eine Scheiße machen. Eieiei. Aber dann spiele ich lieber was... wo ich auch weiterkomme. Ja, also ich wollte schon Ewigkeiten mal Ori anfangen.
Vielleicht machen wir das dann demnächst mal. Und wieder was anderes wäre, wenn man es jetzt mit irgendwie Kumpels spielen würde. So, dann ist klar, ne? Dann ist der Rewarding-Teil ja, dass man einfach gemeinsam was zocken kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, gerade noch so. Uff. Ach, guck mal, jetzt läuft doch eine Zeit da oben ab plötzlich. Okay, also es gibt dann schon, nach einer gewissen Weile, gibt es dann schon so den Countdown. Auch interessant, okay. Ja, aber wollte ich nur mal sagen, dass ihr euch nicht wundert, wenn plötzlich kein Fall Guys mehr kommt und kein Fortnite, dann warte ich halt darauf, dass was passiert. So, jetzt gibt es ja hier nicht mal mehr diese Missionen. Gewinne eine Solo-Show und so. Das ist ja jetzt alles raus. Wahrscheinlich, weil es jetzt halt auf Ende des Season-Dings zugeht. Der ersten Season. Ich schätze mal, dass es daran liegt. Ich frage mich nur, was sie dann geupdatet haben mit 500 Megabyte. Wenn etwas weggegangen ist. Aber gut. Vielleicht Vorbereitungen, die jetzt noch nicht freigeschaltet sind. Das kann schon alles sein. Keine Ahnung. Jedenfalls, das nur so meine unqualifizierten Gedanken. Oh, das war jetzt mal gut. Okay, das war nicht so gut. Aua. Aua. Zu dem Thema. Oh, da fällt man runter. Das ist schlecht. Level! Bin ich doof? Ich komme nicht rüber. Okay, muss ich das so machen? Aber jetzt kann ich immer in der Mitte laufen, lul. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Ich gucke hier unten, hier hinten irgendwo rum. Oh je. Ja. Das war nicht so gut. Okay. Aber ich glaube, es liegt auch wirklich so ein bisschen dran, dass die Motivation gerade nicht so wirklich vorhanden ist. Also, habe ich jetzt ja gerade erst gemerkt, diese ganzen Level hier, die sind doch sicherlich zurückgesetzt, wenn die Season 2 anfängt. Das heißt, da hat man dann gar nichts mehr von. Vielleicht behält man noch die Münzen. Okay, die Münzen müsste man behalten eigentlich. Das wäre sonst blöd, wenn man die Münzen nicht behält. Und halt die Outfits, die man bekommen hat. Aber haben wir überhaupt noch? Guck mal, wir stehen jetzt hier. Das kriegen wir, das ist kostenlos. Dieses Ding würden wir bekommen. Ist nicht wichtig, aber wir würden es halt bekommen. So. Das gibt's alles nicht. Das gibt's wieder bei Level 17. Dann kommen solche komischen Dinger. Ja, also das ist... Das kommt nochmal dazu. Bei Fortnite finde ich, sind die Outfit-Sachen haben bei Fortnite nochmal einen viel größeren Effekt als hier. Hier ist es wirklich nur Aussehen. Weil bei Fortnite hast du ja zum Beispiel diesen Gleiter. Je nachdem, wie der sich dann halt auffaltet, hast du nochmal ganz andere Effekte. Ob du jetzt mit so einem Metallvogel da runterkommst oder ob du auf so einer Wolke runtergleitest oder auf dem jetzt Drachen Shenlong und so weiter, ne? Das macht nochmal einen ganz anderen Unterschied und auch die Hacke, je nachdem wie die aussieht zum Beispiel, hat die ganz andere Effekte, die nicht Gameplay-relevant sind, aber die haben nochmal mehr Einfluss als jetzt halt in Fall Guys. In Fall Guys siehst du halt nur anders aus. Und das war's. Du siehst einfach nur anders aus. Die haben keinerlei Effekte oder so, diese Dinger. Ja? Das sind so Sachen, wo ich nochmal sagen muss, das macht für mich nochmal einen gewissen Unterschied auch. Weshalb es bei Fortnite sich irgendwie belohnender anfühlt, solche Sachen freizuschalten, als jetzt hier. So, was habe ich davon, wenn ich wie ein Pferd aussehe? Das wäre vielleicht cool, wenn es irgendwie noch so andere Geräusche oder so von sich geben würde. Vielleicht tut es das auch und ich weiß es nur nicht, keine Ahnung. Oh, wir haben übrigens schon wieder diese Runde hier, die ich vorhin ordentlich versaut habe. Aber jetzt haben wir es hier mal ordentlich gemacht. Okay, nichts. So viel dazu. Oh, jetzt bin ich wieder hier an der Stelle. Wo ich vorhin komplett versagt habe. Okay, das war zumindest jetzt ein bisschen besser. Das nicht so.
Okay, okay, weiter, 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 weiter. Go, 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 go. Oh mein Gott, dieser Hammer. Okay, die ersten sind schon im Ziel, aber das ist da vorne gleich. Das sollten wir schaffen. Ja, alles gut, alles gut. Ey, aber... ja. Nee, aber das sind so ein paar Gedanken, weshalb ich das Gefühl habe, jetzt einfach Parts aufzunehmen, um es zu spielen. Es ist, glaube ich, gerade nicht das beste Timing. Wenn es jetzt noch einen Monat laufen würde, so, dann hätte ich, glaube ich, mehr Motivation. Aber ich glaube, so warten wir besser bis Season 2. Dann habe ich mehr Motivation, das zu spielen, würde ich denken. Dann bin ich zwar auch wieder näher an der... Na, dann geht auch bald wieder Schule los. Dann wird es nochmal schwierig. Mal gucken, wie viel Zeit ich dann habe, wenn wieder Schule ist. Ich werde ja wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt, mit Tablet-Klassen und so weiter. Wie man da dann unterrichtet, weiß ich noch gar nicht. Ich werde meinen Unterricht komplett umstellen dürfen. Aber mal gucken. Aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Aber ich brauche dann halt auch die Zeit, um den Unterricht umzustellen. Dann kann es natürlich sein, dass das hier alles wieder sehr minimiert wird. Ne? Wir hatten es ja auch jetzt in der, gerade wenn ich viel korrigiert habe, hatte an der aktuellen Schule, dass ich dann halt einfach mal eine Zeit lang gar nichts gebracht habe. Das war halt dann nicht vermeidbar. So. Das lief das letzte Mal, als wir das gespielt haben, eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich sagen. So. Jetzt wechseln wir mal kurz hier rüber. Sehr gut. Okay, schnell rüber hier. Okay, perfekt. Wunderbar. Jetzt sind wir schon mal durch den Teil durch. Das klappt auch ganz gut. Jawohl. Ja. Die Punktlandung immer noch, aber ansonsten war das ganz gut. Okay, und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Bisschen hier arbeiten. Ah, die ersten gehen durch. Jetzt nicht von den Kugeln erwischen lassen, dann ist alles cool. Jawohl. Sehr schön. So, haben wir aber dann jetzt auch gleich durch, alle. Sehr gut. Okay. Runde 3. Was erwartet uns in Runde 3? Und das kommt halt auch noch dazu, gerade wenn ich jetzt nicht mehr so die Motivation habe und es dann auch die Leute jetzt eher nicht so unbedingt zwingend sehen wollen, dann habe ich auch keinen Grund, es zu spielen. Na? Das kommt nochmal dazu. Weil bei Fortnite, das habe ich ja gespielt, obwohl es nicht alle sehen wollten oder sagen wir mal sehr wenige. Weil ich da noch eigene Motivation hatte. So, ne? Also, wenn es jetzt was gibt, wo ich sage, da habe ich Lust drauf und ihr gleichzeitig sagt, das wollt ihr sehen, dann ist das optimal. Dann gibt es aber halt auch Sachen... Dann gibt es aber halt... Oh mein Gott. Ich glaube, das wird meine Hassmap. Ich glaube, das wird erstmal so meine erste Hassmap wirklich. So, weil ich kann das so überhaupt nicht, ne? Ich bin schon wieder komplett runtergefallen, das gibt's doch nicht. Die ersten sind durch. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das war's. Oh, diese Map, ne? Jetzt wäre ich auch oben. Jetzt wäre ich auch oben. Okay.
zum zweiten Mal in dieser Map ausgeflogen. Na gut. Eine Runde machen wir noch. Dann müssen wir es auch nicht in die Länge ziehen. Und dann würde ich sagen, warten wir erstmal, bis die nächste Season kommt. Dann spielen wir lieber ein bisschen Ori oder so die nächsten Tage. Oder was anderes. Mal gucken. Mal gucken, zu was ich mich motiviert bekomme. Aber das ist gerade... Also, wie gesagt, die Kombination aus... Das wollen jetzt nicht so viele sehen. Und es bringt mir auch eigentlich nicht so wirklich was. Das ist für mich so ein bisschen ausschlaggebend, dass ich sage, ja, wir warten lieber, bis es dann vielleicht entweder mehr sehen wollen oder ich auch mehr Spaß dran habe. Was anderes wäre jetzt, glaube ich, wenn das jetzt ein Stream wäre, wo man halt nebenher quatschen könnte. Das ist eigentlich ein gutes Stream-Spiel wieder, ne? Ich meine, es wird ja auch meistens im Stream gespielt. Dann auch natürlich mit der Community. Deswegen gibt es ja immer so viele Stream-Sniping-Momente, wo die festgehalten werden und so weiter. Was auch wieder schlecht ist. Also, wenn sowas passiert, dann sollte man halt als Streamer sagen, okay, Leute, wenn ihr nicht mit mir spielen könnt vernünftig, dann spiele ich halt nicht mit euch. Außer man möchte das halt so, dann ist wieder was anderes. Let's go. Haben wir heute fast die gleichen Maps die ganze Zeit, kann es sein? Habe ich irgendwas verpasst? Ist heute irgendwie so Tag der gleichen Solo-Show? Oh nee, ne? Jetzt falle ich hier gleich wieder runter. Also den perfekten Durchlauf, wie man das hier macht, weiß ich noch. Ja, perfekt. Weiß ich noch nicht. Okay. Aber wir sollten diesmal zumindest durchs Ziel kommen. Unruhestifter, was habe ich jetzt wieder gemacht? Reizen, 14. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen noch so viele durch jetzt. Schnell, nein! Das ist jetzt nicht passiert. Ja, das war's. Nein, das war's nicht. Oh mein Gott. Was ein... Boah, war das knapp. War das knapp. Eieiei. Eieiei, war das knapp. Uff. Uff, uff, uff. Okay. Ach so, ich hätte ja. Das kennen wir aber noch gar nicht. Ah, das ist das, wo es immer so heißt, es ist super riskant, durch die Mitte zu gehen. Und außenrum ist schlauer, ne? Das heißt, wir probieren auf jeden Fall einmal die Mitte. Ja, das ist das. Wir probieren einmal die Mitte. Ich muss auch dieses Erlebnis machen, dass es schlauer ist, außenrum zu gehen. Ja, wir probieren einmal die Mitte. Das hier genau, richtig hier, dieses Rad. Da kommt man meistens nicht durch. Ja, okay. Die hatten wir noch nie, die Map. Finde ich gut. Neuer Content. Das ist jetzt wieder motivierend für mich, weil ich es noch nicht kenne. Das ist so jetzt, in dem Moment habe ich jetzt auch was davon, weil ich was Neues lerne und was Neues entdecke. Nur, dass ihr so ein bisschen versteht. Oh mein Gott, das war super knapp. Dass ihr so ein bisschen versteht, was meine Gedankengänge bei den ganzen Sachen sind, die ich so erzähle. Okay. Ja, hier läuft man jetzt einfach durch, oder wie? Okay, cool. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wir gehen in der Mitte durch. Das dreht sich schon verdammt schnell. Ja, genau. Das schafft man halt meistens nicht. Ja. Einmal versuche ich es noch. Okay. Na, einmal versuche ich es noch. Okay. Einmal versuche ich es noch. Na,
Wie kommt man da überhaupt durch? Es ist tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht. Es ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug die Erfahrung gemacht. Problem ist, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen. Ich glaube, ich habe zu lange gezockt. Oh, doch, wir schaffen es. Ich habe nicht zu lange gezockt. Hallo, Knuckles. Da habe ich aber jetzt Glück gehabt, dass manche einfach am Start stehen bleiben. Lol. Hä, 29 waren nicht 28, die durchdurften? Na, ist egal. Vielleicht waren manche, vielleicht wenn wirklich zwei, welche komplett zeitgleich sind, dass sie dann oder so durch dürfen oder keine Ahnung. Aber lustig, dass das gehen kann. Was wir noch nie hatten, ach, jetzt haben wir wieder überleben. Was wir noch nie hatten, sind diese ganzen Gruppenspiele, wo du so Fußball oder sowas spielst. Das hätte ich auch mal gerne. Aber das scheint, kommt wahrscheinlich nicht so oft. Müsste man wahrscheinlich separat, könnte man ja so Gruppen, kann man ja so Shows einstellen, was kommen darf und soll und so, ne? Okay, aber jetzt erstmal wurscht. Sobald 11 Leute raus sind, geht's hier weiter. Oh, ist das eigentlich... Eigentlich ist es doch voll klug, dem entgegenzulaufen, oder? Dann springt man doch viel besser da drüber. Nur das Problem ist, dass irgendwann ja die Dinger runterfallen, ne? Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Oh, den ersten hat's rausgepfeffert. Aber erstmal laufe ich dem Ding... schwierige Momente. Schwierige Momente. Okay. 11 sind schon draußen. Ne, 10. Jetzt ist der 11 draußen. Okay, cool. Ja, ich denke so entgegenlaufen, solange die Dinger nicht runterfallen. Vielleicht fallen die da auch gar nicht runter. Vielleicht ist es nur im Finale, dass die mit runterfallen. Ist also eigentlich eine ganz gute Taktik, würde ich sagen. Okay, was kommt jetzt? Sowas meine ich, genau. Solche Sachen, die hatten wir noch nämlich noch gar nicht. Okay. Einige Spiele beginnen mit Schweif, andere nicht. Greife mit einem Schweif und sorge dafür, dass du einen hast, wenn die Zeit abläuft. Ach, das ist das. Oh, nee, das ist doof. Das ist ein komplett dummes Konzept. Das ist ein komplett dummes Konzept. Ich sag gleich, warum. Während wir das spielen, sage ich gleich, warum. Alles, worum es geht, ist einen Schweif zu haben, wenn diese 1 Minute 30 abgelaufen ist. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinstellen und kann jetzt einfach warten. So, eine gute Minute. Denn was bringt es mir, jetzt einen Schweif zu haben? Dann werde ich nur gejagt und so weiter. Klar, ich könnte jetzt einen haben und versuchen, den zu behalten. Die komplette Runde über. Aber es reicht ja, am Ende einen zu haben. Oh, ich muss die richtige Taste drücken. Ups. Na, jetzt habe ich einen Schweif. So. Aber der darf mir jetzt halt nicht mehr abgenommen werden. Und wenn ich den jetzt 5 Minuten, 5 Sekunden vor Schluss mir geholt hätte, dann wäre es halt deutlich leichter. Dann hätte ich jetzt schon gewonnen. So muss ich jetzt halt schauen, dass ich den noch eine halbe Stunde behalte. Und in dem Moment, wo mir jetzt einer den abnimmt, habe ich halt, oh mein Gott, habe ich halt verloren. Was auch bedeutet, wenn mir der jetzt eine Sekunde vor Schluss... Shit. Oh mein Gott. Habe ich ein Glück gerade gehabt. Wenn mir der jetzt eine Sekunde vor Schluss abgenommen wird, habe ich auch verloren, obwohl ich ihn die ganze Zeit verteidigen konnte. Na, ich kann ihn die ganze Zeit verteidigen und dann wird er mir plötzlich abgenommen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir haben es. Ich meine, die Schweifzeit entscheidet dann nochmal, was man als Bonus bekommt, aber das ist ja völlig egal. Ich mag das Konzept nicht. Ich fände es besser, und das gibt es ja auch, ich mag das Konzept mehr, wo man etwas länger halten muss die ganze Zeit, ne? Es sind, glaube ich, so Enten oder so Pinguine oder irgendwas muss man die ganze Zeit halten.
Und wenn man das länger hält als andere, hat man halt gewonnen. Das finde ich. Oh nein, die Hexrolle als Finale. Okay, aber das ist unser erstes Finale auf der Hexrolle. Bisher haben wir die Hexrolle ja nur in den. In dem. Ja, wo halt nur die Hexrolle drankommt, haben wir die gespielt. Jetzt kommt die Hexrolle als Finale. Oh, das wird nix. Oh, das wird nie was. Oh Gott. Ich bin so schlecht auf der Hexrolle. Okay, let's go. Gott, die ersten. Nein, ich darf. Ich bin jetzt schon hier unterwegs nach unten. Okay, so ist besser. Lieber auf der Seite laufen, wo sie sich hindreht, als auf der anderen Seite. Oh Gott, auf. Als auch mal. Mama. Als auf der anderen Seite. Ja, genau, auf der Seite laufen. Als auf der anderen Seite. Aber jetzt kommt gleich der Teil, der schon hochgedreht ist, ne? Oh, ich bin schlecht unterwegs. Ich muss wieder hochkommen. Okay. Irgendwann müsste jetzt der Teil kommen, der sich schon verdreht hat. Ich bin schon wieder zu weit drüben. Ich muss schneller hier hin. Ja, da ist nämlich schon unser Abschnitt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin nur noch mit dem. Ich bin nur noch mit dem. Ist nicht wahr. Unser erster Sieg. Nice. Okay, das finde ich einen guten Abschluss. Das finde ich einen guten Abschluss. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss. Ja, aber auch diese ganzen Sachen hier, ich schätze mal, dass das alles resettet wird, wenn Season 2 anfängt. Ich weiß es nicht sicher, aber ich denke, das wird alles resettet noch. Aber nice. Unsere erste Krone. Sehr schön. Ah, und da bekommt man auch Sachen, okay. Ja, okay, ich verstehe. Da bekommt man auch noch Sachen für die Kronen. Ist in Ordnung. Okay. Gut. Aber dann schließen wir hier ab. Ich würde sagen, wir warten auf Season 2, die wahrscheinlich dann am 30. August anfängt oder zumindest am 1. September oder keine Ahnung, weil jedenfalls endet Season 1 am 29. August. So, das ist jetzt erstmal der Punkt. Und ich denke, vorher jetzt nochmal spielen. Es ist nicht so, dass es mir jetzt nicht Spaß macht, aber es gibt anderes, was wir tun könnten. Ne? Insofern würde ich sagen, wir warten auf Season 2. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ich machen könnte, was ihr gerne sehen wollt in Fall Guys. Dann können wir das gerne tun. Aber im Moment wäre ich der Auffassung, dass es auch für euch spannender wäre, wenn wir in Season 2 so richtig reingehen. Wenn dann die Zeit dafür da ist. Ne? Das immer mit der Bedingung, dass die Zeit dann auch dafür da ist. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss.